Ich sage von meiner Seite herzlich willkommen zum Microsoft Solution Webcast hier bei der Arrow zum Thema mit Microsoft 365 durchstarten. Bin ja gerade schon vorgestellt worden. Manfred Helber ist mein Name. Ich bin selbst ein sogenannter Microsoft Most Valuable Professional. Bedeutet, ich beschäftige mich ganz intensiv mit Microsoft-Technologien, spreche gerne drüber. Und genau das machen wir heute. Eine Stunde haben wir Zeit für mit Microsoft 365 durchstarten. Wenn ihr das letzte Mal dabei wart in diesem Solution Webcast aus der Microsoft 365-Serie, dann erinnert ihr euch, haben wir gesprochen über die verschiedenen Editionen. Da ist sowas aufgetaucht wie ein Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium. Wir haben über die Microsoft 365 Enterprise-Pläne gesprochen. Das werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen, sondern da würde ich die auf die vom Thomas erwähnten Aufzeichnungen verweisen. Wenn ihr keinen Zugriff drauf habt, dann schreibt ihn direkt an. Das wird sich sicher irgendwie klären lassen, weil das haben wir ja alle schon besprochen. Das kann man sich auch nochmal anschauen. Heute soll es bei uns konkret darum gehen, was sind denn so die ersten Schritte mit einem neuen Microsoft 365 Tenant oder Mandanten mit so einer neuen Microsoft 365 Umgebung? Bedeutet, ihr habt Microsoft 365 über die Arrow für einen neuen Kunden gebucht und jetzt soll es losgehen. Jetzt wollt ihr das einrichten. Was sind so die typischen ersten Schritte? Und wir sehen, wir werden mal auf das Microsoft 365 Admin Center zugreifen. Wir werden eine benutzerdefinierte Domain hinzufügen. Wir werden Benutzer anlegen. Wir werden die Multifaktor-Authentifizierung uns anschauen. Wir werden mal ein Endgerät dort einbinden. Wir werden uns anschauen, wie wir die Office-Applikation auf dem Endgerät nutzen. Und dann haben wir als letzten Punkt von AvePoint kein Backup, kein Mitleid. Denn was ich euch aus technischen Gründen nicht zeigen werde oder kann, wie ihr so eine Umgebung sichert. Ich zeige euch, wie ihr alles richtig konfiguriert. Aber was machen wir, wenn was fehlschlägt, wenn was falsch gemacht wird? Und dafür gibt es Drittanbieterlösungen. Und da werden wir von AvePoint was zum Thema Backup von so Microsoft 365-Umgebungen hören. Ihr stellt gerne wieder Fragen, wenn es Fragen gibt. Nutzt den Chat. Ihr seid zwar ansonsten, wenn ich das richtig gesehen habe, auf Mute gestellt, oder ich würde euch zumindest bitten, eure Mikrofone gemutet zu lassen, damit auch in der Aufzeichnung alles gut rüberkommt. Aber Fragen sind natürlich herzlich willkommen. Nutzt einfach die Chat-Funktion, schreibt in den Chat eure Frage rein und dann können wir direkt loslegen. Heute hauptsächlich Live-Demos. Ihr kriegt ja auch immer die Präsentationsslides. Heute werden die euch außer dem Rahmen nicht viel liefern, weil wir an der Stelle direkt in eine Live-Demo einsteigen. Was ich wie ihr gemacht habe, ich bin hier mal auf www.microsoft365.com gegangen in einem Browser, in der In-Private Browsing Session. Das würde ich euch übrigens auch empfehlen, wenn ihr beim Kunden administriert, wenn ihr was für einen Kunden einrichtet oder ähnliches, macht immer so eine In-Private Session, weil ihr ja unter Umständen auch in eurem eigenen Tenant aktiv seid, weil ihr vielleicht in eurer Session auch andere Credentials entsprechend noch nutzt. Jetzt gehe ich hier mal in den Bereich Admin. Mein User, mit dem ich eingeloggt bin, der hat dort administrative Rechte. Wir sehen aber, hier gibt es aktuell nur einen User, den Manfred Helber. Dieser administrative User wird mit dieser administrativen Domain hier, die heißt bei mir mh-meine-firma.onmicrosoft.com, also MH für Manfred Helber, meine Firma als Platzhalter für einen beliebigen Firmennamen. Und dieser User hat Microsoft 365 Business Premium. Die Schritte wären für ein Microsoft 365 Business Standard die gleichen. Die wären auch für ein Enterprise das gleiche. Ich habe nur das Business Premium rausgegriffen, weil ihr erinnert euch vielleicht, als wir über die Microsoft 365 Editionen gesprochen haben, hatte ich gesagt, das Microsoft 365 Business Premium ist von der Paketierung, was alles drinsteckt, und vom Pricing her für Unternehmen bis maximal 300 Seats eine extrem spannende Option. Also aus meiner Sicht müsste das jeder Kunde haben, jeder Kunde einsetzen. Und jetzt muss man dazu wissen, ich bin ja weder Microsoft noch Arrow. Also ich betrachte das technisch. Ich habe mit dem Vertrieb nichts zu tun. Aber das ist einfach super spannend, Business Premium. Kann ich euch also nur empfehlen. Skaliert halt nur bis zu 300 Seats. Wenn ich mehr als 300 Seats habe, dann müsste ich von der Lizenzierung her in den Enterprise-Bereich hineingehen. So, jetzt habe ich auf der linken Seite ein Navigationsmenü. Dazu muss man wissen, da werden nur die sogenannten angehefteten Elemente angezeigt.
Unter alle Anzeigen habe ich die komplette Übersicht. Da sehe ich so alles, was hier vorhanden ist an administrativen Tools. Da gibt es hier verschiedene Admin-Center. Da werden wir auch gleich mal noch ein bisschen reinschauen. Navigiert sich letztendlich so, dass wir auf der linken Seite unsere wichtigen Geräte haben, Elemente haben wie die Benutzerverwaltung, die Geräte. Dann sehen wir hier Teams und Gruppen. Wir sehen die Rollen. Und das repräsentiert sich letztendlich alles im Azure Active Directory. Da bitte mit den Begrifflichkeiten aufpassen. Es gibt auch etwas, das hier nennt sich Azure Active Directory Domain Services. Das ist etwas anderes. Wir haben als Basis und als, sagen wir mal, Backend für unsere Microsoft 365-Dienste ein Azure Active Directory und wir haben im Microsoft 365 Business Premium, wie wir das letzte Mal gesehen haben, auch erweiterte Funktionalitäten im Azure Active Directory. Da schauen wir dann gleich mal rein, wie das letztendlich aussieht. Jetzt laut unserer Agenda wollen wir als erstes in die Einstellungen reingehen und wollen dort einmal eine Domäne hinzufügen. Wir wollen es personalisieren. Wir wollen nicht, dass alle User dieses MH meine Firma und Microsoft.com verwenden. Interessanterweise sehe ich das regelmäßig, dass das Unternehmen machen. Ich weiß nicht, was der Hintergrund ist, weil eine Domäne hinzuzufügen, ist ja kein Riesenaufwand. Das macht das Ganze einfach absolut personalisiert, ist auch von der Konfiguration her natürlich so, dass es eine langfristige Sache ist, dass ich mit diesem Domänennamen typischerweise plane. Ich kann da mehrere hinzufügen, also kann da mehrere 100 Domänennamen hinzufügen. Ich glaube, es sind 400, wenn ich keine Hybridstellung habe und es sind 200, wenn ich eine Hybridkonfiguration habe. Also es sind mehr als genug. Jetzt sehen wir hier die Domäne, die ich hinzufüge, die besitze ich bereits. Also es geht nicht darum, dass ich eine neue Domäne hier kaufe, sondern dieses mhmeinefirma.de, das gehört mir schon. Also das, was Teil des Domain-Namens hier war oder des administrativen Tenant-Namens, das habe ich bei einem Domain-Registrar registriert. Und zwar habe ich ein Domain-Registrar gewählt, wo ich Zugriff habe auf die vollständigen DNS-Settings. Das würde ich euch empfehlen, weil wir hier im weiteren Verlauf einige DNS-Einstellungen vornehmen müssen. Und es gibt einfach Domain-Anbieter, da müsst ihr das dann über einen Support klären oder ja, über irgendwelche Formulare und entsprechende Prozesse. Ist viel einfacher, wenn ihr selbst hinzufügen könnt. Jetzt klicke ich mal an, diese Domäne möchte ich verwenden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, gehört mir diese Domäne überhaupt? Ich könnte ja auf die Idee kommen, Microsoft.de oder sowas hinzuzufügen. Und deswegen sagt er hier im nächsten Schritt, wir müssten die Domäne bitte überprüfen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, entweder über einen Texteintrag, über einen MX-Eintrag oder über eine Textdatei, die ich im ja, Cloud-Speicher oder im Online-Speicher bei meinem Domain-Hoster anbietet. Da ich vollen Zugriff auf die DNS-Einstellungen habe, wähle ich aus, dass ich diesen Texteintrag hinzufügen möchte. Und den Texteintrag, den ich zum Prüfen brauche, den kann ich hier direkt kopieren an der Stelle. So, das mache ich auch mal. Ich habe nebenher einen Browser aufgemacht, wo ich mich bei meinem Domain-Anbieter hier einlogge. Ihr seht da oben, er hat festgestellt, wo das Ganze gehostet ist. Das ist jetzt aber nicht relevant. Also das ist jetzt nicht aus irgendeinem Grund eine Empfehlung. Ich kann da überhaupt nichts sagen. Das nutze ich rein nur für meine Demo-Domains. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ist das ein Anbieter, der zu empfehlen ist oder nicht oder wie auch immer, muss ich sagen, muss ich neutral dazu antworten, weil ich, wie gesagt, dort keine jetzt Produktiv-Workloads habe, sondern ich habe das als Plattform für meine Demo-Domains gewählt, weil ich ja dort zum Beispiel vollständigen Zugriff auf die DNS-Einstellungen habe. Gibt es aber bei vielen anderen Anbietern auch. Jetzt gehe ich dort auf meinen Eintrag mhmeinefirma.de, bearbeite den und füge dort einen Textrecord hinzu. Das seht ihr jetzt nicht, weil das ist in der Oberfläche jedes Anbieters ein bisschen anders. Also Textrecord wird hinzugefügt. Dann speichere ich hier und jetzt wisst ihr, wie das bei DNS ist. Das wird verarbeitet. Das dauert jetzt einen Moment.
Das heißt, das steht nicht sofort zur Verfügung. Typischerweise hat man so ein paar Minuten Wartezeit. Wenn ihr bei eurem Anbieter nachschaut, dann wird er euch sagen, naja, das kann auch bis zu 24 Stunden dauern, bis das verarbeitet wird. So lange wird das bei uns jetzt sicher bzw. hoffentlich nicht dauern. Jetzt sehen wir, es geht hier im Assistenten aber weiter. Nach dem Überprüfen der Domäne muss ich die verbinden. Mein Microsoft 365 hat ja einen Exchange Online dabei. Ich habe ein Business Premium, das heißt, da ist ein Intune mit dabei, ich habe Teams mit dabei. Das sind alles Dinge, wo ja irgendjemand sich über Username at Domainname authentifizieren will und der muss den richtigen Service erreichen. Also muss ich über Domäne verbinden, noch ein paar DNS-Einstellungen konfigurieren. Jetzt habe ich schon ein bisschen geplappert. Ich klicke einfach mal auf Überprüfen an der Stelle und schaue mal, ob das vielleicht schon geklappt hat. Im Moment sagt er noch, ah, das haut noch nicht ganz hin. Er hat den Eintrag noch nicht gefunden. Der erwartete Eintrag ist der, den ich kopiert habe. Und tatsächlich fehlt der Eintrag an der Stelle noch. Ist nicht schlimm. Wir warten dort einfach ganz kurz ab, gehen da einfach dran nochmal drauf zurück. Ich wechsle mal rüber ins Admin Center und schaue dort nochmal rein. Denn der nächste Schritt wird sein, dass wir Benutzer anlegen. Und zwar Benutzer, die diese neue Domain verwenden. Da ist es jetzt allerdings so, dass wir natürlich für die Benutzer Lizenzen haben sollten. Wir müssen keine Lizenzen haben. Wir werden sehen, dass wir Benutzer ohne Lizenz anlegen können. Da ist es jetzt so, da gibt es einen Bereich Abrechnung und dort gibt es den Eintrag Lizenzen. Und bei Lizenzen sehen wir hier, ich habe Microsoft 365 Business Premium und zwar ist eine Lizenz verwendet. Das ist für meinen User Manfred Helber und 24 sind noch verfügbar. Ja, das vielleicht zur Erklärung, es gibt von Microsoft so Test-Accounts, die haben immer 25 Lizenzen drin. Das heißt, ich werde hier nicht so viele User anlegen, sondern es ist einfach so ein Test-Account, den kann ich 30 Tage lang quasi kostenfrei nutzen oder testen. Und da kann ich bis zu 24 User versorgen, kann es aber in diesem Testzeitraum vollständig nutzen. Ich habe da jetzt keine funktionellen Einschränkungen. Wenn ihr Microsoft Partner seid, dann könnt ihr über demo.microsoft.com je nach Partnerlevel immer mindestens 5 Demo-Accounts erstellen, die bis zu 90 Tage laufen. Also im Unterschied zu dem, was wir hier im Hintergrund sehen, wo ich gesagt hatte, 30 Tage laufen die unter demo.microsoft.com 90 Tage. Also man hat 5 Tenants, die 90 Tage laufen, einen, der 365 Tage läuft. Unterschied ist, den ich bei mir hier sehe, den kann ich in den produktiven umwandeln. Da kann ich nach 30 Tagen sagen, den will ich jetzt produktiv nutzen. Die unter demo.microsoft.com genutzten sind wirklich nur für Proof of Concepts, für Schulung, für Demozwecke. Und da gibt es aktuell etwas Ressourceneinschränkungen. Wir müssen wissen, Cloud ist auch nur irgendwo Rechenleistung, zwar Rechenleistung in einem extrem hohen Scale, aber für diese Demo-Umgebung stellt Microsoft nicht unendlich viele Ressourcen zur Verfügung, sondern gibt es einen bestimmten Ressourcenpool. Und mir ging es so, als ich für die heutige Demo ein Demo-Tenant ausrollen wollte, hatte ich die Info bekommen, dass leider gerade keine Ressourcen zur Verfügung sind. Deswegen habe ich mich einfach für so einen 30-Tage-Tenant hier entschieden, was für das, was wir heute machen, vollkommen ausreichend ist. Aber demo.microsoft.com ist, glaube ich, ein guter Tipp, wenn ihr mal das für 90 Tage Demos oder so nutzen wollt. So, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, was meine Domain macht. Ich mache hier mal ein Wiederholen. Guck mal, ob er da jetzt durch ist. Und wir sehen, prima, jetzt ist der Eintrag verarbeitet worden. Jetzt geht es weiter zum Schritt Domäne verbinden. Jetzt sagt er mir, da müssen ein paar Einstellungen vorgenommen werden und es gibt hier weitere Optionen. Es gibt nämlich die Option, dass ich entweder eigene DNS-Einträge hinzufüge. Das bedeutet, ich würde im nächsten Schritt eine Liste von DNS-Einträgen bekommen. 7 Stück sind es, glaube ich, an der Zahl. Das ist der MX-Record, das ist ein Autodiscover-Eintrag für Outlook, es sind 2 fürs Device-Management, es sind 2 für Teams und so weiter.
Das ist die Variante, wenn ich sehr individuelle Anforderungen habe. Da muss ich wissen, es kann immer mal vorkommen, dass ich auch in der Lebensdauer des Tenants an den DNS-Einstellungen Anpassungen vornehmen muss. Die zweite Option, die sagt, ich könnte auch Microsoft die Online-Dienste für mich einrichten lassen. Das erfordert allerdings, dass ich die Name-Server bei meinem Domain-Anbieter auf Microsoft umlege. Also Option 1, ich bin flexibler, muss aber die Sachen manuell konfigurieren oder ich habe bei meinem DNS-Anbieter eine Script-Schnittstelle, wo ich das dann automatisiert über ein Script konfiguriere. Option 2, ich ändere nur die Name-Server, habe dann aber ein bisschen weniger Flexibilität an der Stelle, weil ja, es ist automanaged. Ich habe nicht mehr die DNS-Einstellungen bei meinem Hosting-Anbieter. Ich werde trotzdem die Option 2 wählen, was nicht der Standard ist. Microsoft wählt es bewusst nicht als Standard, weil da alles umgebogen wird. Aber uns geht es jetzt heute darum, nicht eine Demo zu machen, wie konfiguriere ich bei meinem DNS-Anbieter die DNS-Settings, sondern uns geht es darum, wie konfiguriere ich hier die Einstellungen bei Microsoft 365. Von daher, ich wähle die zweite Option, geht für mich entsprechend viel schneller. Dann sagt er, okay, ich gucke mal, was dort Voraussetzung ist. Er wird mir gleich die Name-Server anzeigen. Und jetzt habe ich zu viel erzählt und habe das Falsche angeklickt, denn ich sehe jetzt hier die DNS-Einträge, die ich konfigurieren müsste. Also ich habe vielleicht falsch gelesen, habe es genau falsch rum erzählt, ist aber nicht schlimm, wir können ja nochmal zurückgehen. Also das sind original die DNS-Einträge, die ich bei meinem Hosting-Anbieter, bei meinem DNS-Anbieter vornehmen müsste, wenn ich sage, ich will die Einträge manuell machen. Zum Beispiel so, dass die Einträge für die Enterprise Registration, die sind nicht schon immer so gewesen. Das ist so ein Beispiel, wo man dann eventuell nochmal anpassen muss. Und hier ist es so, dass ich eigentlich, jetzt schauen wir mal, die zweite Option nutzen wollte. Da hat der Assistent gerade einen Fehler von dem, was er anzeigt, zumindest nach meiner Einschätzung. Oder ich lese jetzt hier oben falsch. Ich konfiguriere mal die Name-Server bei meinem Anbieter, weil ich habe vom vorherigen Schritt, meine ich, alles richtig gelesen. Ich gehe also mal zu meinem DNS-Anbieter und sage, ich würde gerne die Name-Server an der Stelle ändern. Das ist mein Ziel, was ich hier haben möchte. Ich gehe also hier auf die Name-Server-Einstellungen. Das seht ihr jetzt wiederum an der Stelle nicht. Und da gibt es hier in dem Fall so ein Set von Name-Servern. Da habe ich die Microsoft-Name-Server schon vorbereitet und ich speichere das Ganze mal an dieser Stelle. So, Änderungen werden gespeichert. Jetzt dauert es wieder einen Moment und dann könnte ich das entsprechend ja, konfigurieren und dann könnte ich das entsprechend auswählen. Ich gehe einfach mal auf Weiter und gucke, ob er dann wieder auf den richtigen Pfad zurückkehrt an der Stelle. Natürlich ist uns bewusst, dass diese Einstellungen vielleicht noch nicht greifen. Auch das Ändern der Name-Server wird wieder ein Momentchen dauern, bis die übernommen sind, bis das entsprechend greift. Und von daher geben wir dem einfach nochmal ein Minütchen. Jetzt sind wir aber wieder auf dem richtigen Pfad. Also da war irgendwie der Text auf der vorherigen Seite nicht ganz perfekt. Das kennt ihr ja bei den Cloud-Diensten, dass sich die Dinge kontinuierlich weiterentwickeln. Und da waren jetzt einfach Informationen, die für dieses automatische Konfigurieren für mich nicht relevant waren. Er sagt jetzt, ich könnte hier Einträge für meine Website hinzufügen, weil es natürlich so, wenn ich meine Domain hier komplett Name-Server-technisch nach Microsoft umleite, dann erreiche ich einen zum Beispiel www.mhmeinefirma.de nicht mehr. Brauche ich aber nicht. Das heißt, ich gehe mal auf Weiter und wir lassen das Ganze mal prüfen. Ich gehe aber davon aus, wow, das ging jetzt aber schnell. Normalerweise dauert das immer ein paar Minuten mehr. Er sagt, er hat das gefunden mit den Name-Servern und jetzt steht die Domain hier drin mit fehlerfrei. Sollte da drin stehen, dass die noch bestätigt werden muss oder so, könnt ihr das jederzeit im Nachgang entsprechend ausführen. Domäne kaufen hier ist eine Option für diejenigen, die echt keine Domain haben und die sagen, ich habe auch keine Ahnung, welchen Anbieter ich wählen sollte.
Da steckt ein externer Anbieter dahinter, der von Microsoft konfiguriert werden kann, wo also sichergestellt ist, dass das alles funktioniert. So, jetzt habe ich die Domain hier. Jetzt könnte ich mal zu meinen Usern gehen und könnte sagen, ich mache mal einen neuen Benutzer. Ich gehe auf die aktiven Benutzer und füge mal einen neuen Benutzer hinzu. Legen wir mal den Thomas an als neuen Benutzer. Der hat den Anmeldenamen Thomas. Dann würde man in der Praxis sicher anfordern, dass der User bei der ersten Anmeldung sein Kennwort ändern muss. Das lasse ich weg, weil das wären nur zusätzliche Klicks. Und ich möchte auch kein automatisches Kennwort, sondern ich möchte gern ein Kennwort eingeben, was ich dann gleich weiß, was ich also in der Demo nutzen kann. So, ich bloß vielleicht vertippt. So. Also ist keine Empfehlung für die Praxis mit den Kennwörtern, das so zu machen. Das ist wie erklärt für die Live-Demo. Bei den Domänen sehe ich jetzt, da habe ich eine Auswahlliste. Ich kann die hinzugefügte nehmen. Ich könnte da viele hinzugefügt haben und könnte unter denen auswählen. Und ich könnte natürlich auch sagen, ich will doch die on-microsoft.com-Domain an der Stelle. Jetzt gehe ich auch weiter. Jetzt geht es um die Lizenzen. Ich hatte erwähnt, ich könnte einen Benutzer ohne Lizenz erstellen. Das ist dann nur ein Azure Active Directory Benutzer. Wir werden einen mit Lizenz erstellen. Ihr könnt hier Lizenzen beliebig mischen. Also es ist auch nicht so, dass ihr nur Business-Lizenzen hier hineinbuchen könnt. Das war früher mal so, dass es eine Trennung zwischen Business und Enterprise gab. Jetzt ist es so, dass ihr das bunt mischen könnt. Ihr müsst halt berücksichtigen, dass ihr mit den Business-Lizenzen nicht über die 300 hinaus skalieren könnt. Jetzt ist hier zu berücksichtigen, dass ich natürlich die Lizenz erst über die Arrow in den Tenant hineinbuche und dann konsumiere ich die hier. Also ich kann keine Lizenz konsumieren, die ich nicht vorher gebucht habe. Und umgekehrt, wenn das jetzt der Prozess wäre, wo ich dem User die Lizenz wegnehme, dann muss ich daran denken, die hinterher auch über die Arrow wieder auszubuchen oder zu kündigen, weil sonst laufen die Kosten weiter. Das heißt, wäre das ein kostenpflichtiger Tenant, dann würde ich jetzt für 25 Lizenzen bezahlen, weil ich 25 reingebucht habe. Nicht für eine, die in Nutzung ist, sondern es geht immer darum, was habe ich an Lizenzen gebucht. Der soll eine Business Premium bekommen, der Thomas. Der ist ein normaler Benutzer oder vielleicht sagen wir, der Thomas ist doch auch mit ein Admin. Das ist einfach davon abhängig, was er für eine Rolle hat. Das müssten wir entscheiden. Macht ihn jetzt mal zum normalen Benutzer an der Stelle. Und dann haben wir hier eine Zusammenfassung und über Hinzufügen und Fertigstellen wird der User angelegt. So, das ist jetzt ein Cloud-basierender User. Wir können tatsächlich auch hergehen und können sagen, wir möchten hier eine Verzeichnissynchronisierung konfigurieren. Das wäre, wenn ihr über ein Azure Active Directory Connect oder Azure Active Directory Cloud Connect euer lokales Active Directory mit dem Azure Active Directory synchronisiert. Denn was ist passiert? Als ich den User hinzugefügt habe, ist hier im Azure Active Directory ein neues User-Objekt angelegt worden. Ich hätte also auch hergehen können und hätte sagen können, ich gehe erst ins Azure Active Directory, lege dort den Benutzer Thomas an und weise ihm dann eine Lizenz zu. Und was sogar geht, ich könnte über eine entsprechende Richtlinie auch den Thomas eine Lizenz direkt zuweisen. Also ihr müsst es nicht über Klick machen. Das mit dem Assistenten war jetzt gerade zum Verständnis und zum Erklären des Ganzen. Wenn ihr sagt, nee, neue Benutzer bekommen bei mir automatisch eine Lizenz oder Abteilungsleiter bekommen eine Business Premium und die anderen Benutzer bekommen eine Business Standard oder wie auch immer, dann könnt ihr das über entsprechende Richtlinien automatisieren. Das funktioniert, können wir definieren und dann können wir diese Lizenzzuweisung automatisieren an der Stelle. Also ihr seht, das spiegelt sich im Azure Active Directory hier wieder. Nicht nur die Benutzer, sondern auch die Gruppen, auch die Geräte. Wir werden ja jetzt gleich mal ein Gerät hinzufügen. Aktuell sehen wir, es gibt hier ein Gerät. Entschuldigung, ich habe schon eins hinzugefügt, den WinCL41. Es werden dort gleich weitere Geräte dazukommen. Bei mir ist das Ganze in der Demo jetzt eine Azure Active Directory Only Umgebung und das würde ich euch, wo es möglich ist, empfehlen. Und wenn ihr jetzt sagt, was erzählt der Manfred, jeder Kunde hat doch eigentlich noch ein Active Directory,
Dann möchte ich folgendes Vergleichsbeispiel bringen. Zum Thema Exchange Server ist die häufigste Frage, die aktuell gestellt wird: Wie werde ich meinen lokalen Exchange Server komplett los, wenn ich Exchange Online nutzen möchte, aber vorher eine Hybrid-Konfiguration hatte? Die Aussage ist schwierig, aber es geht mittlerweile. Ich bin mir sicher, dass in 5 bis 10 Jahren wir die gleiche Fragestellung haben werden zum lokalen Active Directory. Denn das lokale Active Directory wird seit Windows Server 2016 nicht weiterentwickelt. Bitte nicht falsch verstehen, das gibt es weiterhin, das ist im Server drin, aber es bekommt keine neuen Features. Das heißt, gefühlt altert das. Microsoft hat keinen Fokus mehr drauf, weil der Fokus auf Azure Active Directory und Azure Active Directory Domain Services ist. Wir können, und das sehen wir gleich in den nächsten Live-Demo-Schritt, wir können Clients direkt ins Azure Active Directory aufnehmen. Geht, können wir machen. Dieser Client hier ist direkt Azure AD Joined. Wir können Server, die in Azure laufen, direkt ins Azure Active Directory aufnehmen. Wir können Server, die lokal laufen, Stand heute noch nicht direkt ins Azure Active Directory aufnehmen, aber es gab bereits Windows Server Preview-Versionen, wo das funktioniert hat. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich dort auch Server reinkriege. Und dann ist natürlich die Frage, wozu brauche ich mein lokales Active Directory noch? Macht doch nur Arbeit, ja, wenn ich sowieso, also warum brauche ich es doppelt? Ich habe ein lokales AD, ich habe das Azure Active Directory. Ich bin mir sicher, wir werden in einigen Jahren diese Herausforderung haben bei vielen Kunden, wie werden wir das lokale AD los? Deswegen würde ich bei jedem Kunden, den ich neu mit Microsoft 365 bestücke, prüfen, ob sich nicht vielleicht das jetzt schon realisieren lässt ohne das lokales Active Directory, nämlich zum Beispiel, wenn ich lokal, also on-premises, nur noch Clients habe, die sich direkt ins Azure Active Directory integrieren lassen und wenn alle Server in Azure sind. Wäre ein gutes Beispiel. Und jetzt hatten wir im Chat eine Frage, ob ich kurz den Unterschied zwischen Azure AD Connect und Azure AD Cloud Connect erzählen kann. Azure AD Connect ist quasi die alte Technologie. Da ist es vereinfacht so, dass wir einen Service haben, der lokal auf dem Windows Server läuft, der lokal konfiguriert wird und der lokal auf diesem Server initiiert Anmeldeidentitäten ins Azure Active Directory repliziert, sodass ich diese User hier nicht, so wie ich es gezeigt habe, manuell anlege, sondern dass die nach einem Sync einfach aus dem lokalen Active Directory da sind. Azure Active Directory Cloud Connect ist die moderne Variante. Wir haben immer noch einen kleinen Gateway-Service lokal. Aber bei Azure Active Directory Cloud Connect wird das aus der Cloud heraus gesteuert. Das heißt, das Scheduling ist in der Cloud, die Verantwortlichkeit ist in der Cloud. Und jetzt, wenn es wieder um die Entwicklung geht, Azure Active Directory Connect ist weiterhin supported, wenn wir dort die aktuelle Version einsetzen. Cloud Connect ist aber das, was die neuen Features bekommt. Das ist das, was weiterentwickelt wird. Und das ist halt für mich so ein Beispiel. Man kann die Entwicklung schon abschätzen. Es geht von Azure Active Directory Connect zu Cloud Connect und das nächste wird sein, dass man sagt, ja, wir pflegen das zwar weiter für diejenigen, die es haben wollen, aber eigentlich ist das lokale Active Directory gar nicht mehr im Fokus. So meine Einschätzung ist keine offizielle Aussage von Microsoft, aber denkt an meine Worte, wenn ihr in einigen Jahren mal drüber nachdenkt. Und sagt, oh, jetzt habe ich einen Kunden, der schleppt das lokale Active Directory eigentlich nur noch so als Ballast mit und am liebsten würde er es gar nicht mehr haben. Okay, gut. Also man kann das natürlich technisch viel ausführlicher erklären, aber das ist jetzt heute bei uns nicht der Fokus. Frag da gerne nochmal nach, wenn die Erklärung, wenn da Sachen unklar waren. Also Azure AD Connect, das alte, wird aber weiterhin supported. Azure AD Cloud Connect, das neue. Da steckt jetzt die Entwicklung drin und es verschiebt sich die verantwortliche Instanz von On-Premises nach Azure. Wir brauchen aber immer einen Server On-Premises, der dann die Schnittstelle darstellt. Gut, jetzt haben wir Benutzer eingerichtet, wir haben eine Lizenz zugewiesen. Jetzt haben wir auf der Agenda die Situation, dass da noch was steht von mehrstufiger Authentifizierung. Diese mehrstufige Authentifizierung, Moment, da gehe ich mal eins zurück, denn ich nehme mal den Manfred, weil den Thomas brauchen wir gleich, beziehungsweise wir richten es für den mit ein. Wir gehen auf die mehrstufige Authentifizierung. Und jetzt ist es so, ich kann über One-Click hergehen und sagen, ich möchte für den User eine Mehrfaktor-Authentifizierung aktivieren und zwar über die Authenticator-App.
muss entsprechend nur hier reinklicken und schon habe ich den zweiten Authentifizierungsfaktor, der dann dort mit reinspielt, ohne dass ich eine Zusatzhardware brauche. Geht wie gesagt einfach über die Authenticator-App, geht alternativ über eine SMS, geht alternativ auch über zertifizierte Hardware-Tokens. So, jetzt ist klar, der Thomas, der möchte ein Endgerät nutzen. In der Praxis wird er einen Desktop-Rechner oder einen Laptop oder sowas haben. Bei mir ist es so, dass ich eine virtuelle Maschine vorbereitet habe, einfach weil es schnell und komfortabel geht. Und so ein Windows zeigt ja direkt in der sogenannten Out-of-the-Box-Experience, das ist das, was wir hier sehen, die Frage an, ob das für die persönliche Verwendung verwendet werden soll oder für Arbeit, Schule oder Uni. Ich sage hier, das ist für die Arbeit bzw. Schule oder Uni, weil wir haben einen Unternehmensaccount. Dieser Account Thomas, den wir gerade angelegt haben, das ist ein Company-Account, das ist ein Unternehmensaccount. Da gehe ich jetzt mal auf Weiter. Und jetzt fragt er mich nach den Login-Informationen. Das ist Thomas. @mh-meine-firma.de. So hieß das. Gehe ich mal auf Weiter. Und dann haben wir ein Kennwort. So, und jetzt haben wir diese DNS-Domain gerade erst eingerichtet und den User gerade erst eingerichtet. Da kann es immer einen Moment dauern, bis das funktioniert. Das heißt, auch die Cloud kann nicht zaubern. Ihr habt ja gesehen, sollte es da jetzt zu einem Fehler kommen, habe ich einen Backup-User, den wir nehmen können, der einfach schon ein bisschen existiert. Guck mal, wie es aussieht. Im Moment steht da, wir sollen warten, bis das Gerät eingerichtet wird. Es wird so sein, dass alle folgenden Schritte manuell sind. Tatsächlich haben wir im Microsoft 365 Business Premium auch die Funktionalitäten inkludiert, um über Autopilot eine automatische Konfiguration zu realisieren. Das heißt, wenn ich Autopilot einrichten würde, dann müsste ich jetzt hier nicht sagen, positionsbasierte Features ja, nein, Gerät suchen ja, nein, sondern dann wäre das letztendlich vordefiniert. Ich hätte also nur einen Benutzernamen und ein Kennwort gebraucht. Und der Rest wäre auf Basis dieser Autopilot-Profilkonfiguration, also einer Konfigurationsanweisung, automatisch ausgerollt worden. So, jetzt sehen wir hier Prüfen auf Updates. Der schaut also kurz, ob es für den Client irgendwelche Aktualisierungen an der Stelle gibt. Und wir kennen das am Anfang bei so einem neuen Windows-Client ist dann immer so ein kurzer Begrüßungsdialog, Vorbereitung läuft. Wir können ja schon mal schauen, was sich in unseren Cloud-Portalen tut. Einmal schauen wir ins Azure Active Directory rein und wir schauen dort mal in die Geräte. Bei den Geräten, wenn ich auf alle Geräte gehe, sehen wir ja super, der ist schon da. Und zwar ist es hier so, dass der Client 42 da ist, das ist der, an dem ich gerade dran bin, der ist Azure AD Joined, der Besitzer ist der Thomas, weil der ist derjenige, der das Device geonboardet hat. Und dann sehen wir hier hinten beim Mobile Device Management und der Konformität, da haben wir noch keine Info. Naja, das ging jetzt aber auch alles sehr schnell. Da bietet sich's an, einfach hier mal zu aktualisieren und einen Moment zu warten. Wir sehen auch hier ist mit dem Onboarding noch gar nicht ganz fertig. Er sagt nämlich, lieber Thomas, wir empfehlen dir gar nicht mit Benutzernamen und Kennwort zu arbeiten bei der Authentifizierung, sondern wir empfehlen dir Windows Hello zu verwenden. Das machen wir doch mal. Ich bestätige hiermit OK. Und dann sagt das System, ah, wenn du Windows Hello verwenden willst, dann ist eine Aktion erforderlich. Und zwar muss überhaupt mal für den Thomas erst die Authenticator-App eingerichtet werden. Die habe ich hier auf meinem Smartphone vorbereitet. Die findet ihr wirklich unter dem Stichwort Authenticator-App. Das ist eine App von Microsoft, Authenticator. Und in dem Authenticator, er sagt mir also, ich soll die App abrufen. Das mache ich. Ich gehe mal auf Weiter. Und dann möchte ich die Einrichtung hier fortführen. Ich gehe entsprechend auf Weiter und soll einen QR-Code in der App scannen. Das mache ich hier. Ich wähle also aus QR-Code scannen. Und jetzt habe ich hier in meiner Authenticator-App als zusätzlichen Account den Thomas drin. Und naja, jetzt sage ich, das passt soweit. Jetzt habe ich also hier schon zusätzlichen Authentifizierungsfaktor und jetzt wird mir eine Zahl genannt. Die soll ich hier eingeben. Das mache ich mal, bestätige hier.
Und sobald ich das getan habe, sagt er mir hier, die Benachrichtigung ist bestätigt und über ein Weiter und Fertig kann ich das Ganze abschließen. Jetzt wird noch eine Device-PIN festgelegt. Ich werde mich nämlich an diesem Rechner hier, stellt euch vor, das ist ein Notebook oder ein Desktop-Rechner, nie mehr mit Benutzernamen und Kennwort anmelden. Das heißt, ein Keylogger hat an der Stelle keine Chance, weil der Keylogger, der würde mein Device-PIN aufzeichnen. Diese Device-PIN kann aber niemand jetzt irgendwo in der Cloud verwenden oder ähnliches. Weil das ist ja das große Problem an Benutzernamen und Kennwort. Wenn jemand meinen Benutzernamen und Kennwort abgreift, ich glaube, da gab es mal einen Verlag in Hamburg, wo das im großen Stil gemacht wurde, dann kann ich ja von außerhalb auf die Konten zugreifen, ohne dass ich an dem Rechner sitzen muss. Es geht mir der Device-PIN nicht. Und wenn ich die Multifaktor-Authentifizierung aktiviere, dann kommt noch ein Schritt dazu, dann ist es nämlich nicht so Benutzername und Kennwort, sondern muss ich zusätzlich beim Anmelden noch die entsprechenden zusätzlichen Authentifizierungsfaktor verwenden. Also das ist schon eine sehr coole, sehr sichere Sache und halt alles aus einem Guss. Ich stelle hier mal ganz kurz die Auflösung ein bisschen höher und dann werde ich euch ein paar Dinge zeigen an der Stelle. So, machen wir mal Full HD. Perfekt. Und dann so. Wenn ihr jetzt sagt, naja, das waren jetzt aber viele Klicks und was kann ich denn da alles konfigurieren, dann sind Autopilot und Intune unsere Verbündeten sozusagen. Ja, mit Autopilot und Intune könnten wir das alles beeinflussen, das alles einstellen. Und wir hatten gerade eine Frage im Chat, nämlich, was ist denn der Benutzer hier? Was hat denn der eigentlich für Berechtigungen? Was ist das für ein lokaler User? Und ich gehe hier mal in die alte Computerverwaltung rein. Sowas nutzt man eigentlich gar nicht mehr, aber das gibt es natürlich weiterhin. Ja, sie sollte aufgehen. Computerverwaltung, da haben wir es. Und da kennt ihr, haben wir an so einem Windows-Client lokale Benutzer und Gruppen. Da gibt es einmal den Ordner Benutzer. Da seht ihr was Verrücktes. Die sind alle deaktiviert. Ja, es gibt keinen lokalen Benutzer. Der Thomas ist ein Cloud-Benutzer. Der Rechner ist im Azure Active Directory. Der braucht keinen lokalen Benutzer. Es ist gut, dass der Administrator aus Security-Gründen deaktiviert ist. So, jetzt schauen wir mal in die Gruppen rein und dann schauen wir mal in die Administratoren. Und da werden wir feststellen, oh, der Thomas, der ist lokal in die Gruppe der Administratoren aufgenommen worden. Aber nur, weil ich es in dieser Company nicht definiert habe, hätte ich zum Beispiel ein Autopilot-Profil konfiguriert im Intune, kann ich ganz kurz ansatzweise mal zeigen gleich, dann hätte ich hier sagen können, ein neuer Benutzer soll auf den Devices nicht Administrator werden, sondern der soll in die Gruppe der Benutzer aufgenommen werden. Also das ist das Standardverhalten. Das ist aber nicht so, dass das überall so sein muss. Vielleicht zeige ich es euch gleich, damit da keine Missverständnisse auftreten. Also wenn ich nichts konfiguriert habe, der Tenant ist gerade neu entstanden, dann ist das das Verhalten. Wenn ich mal kurz in meine Konfiguration reingehe und sage, Moment, da gibt es doch etwas, das nennt sich Endpoint Manager. Das ist die Komponente, die zum Beispiel Microsoft 365 Business Premium dabei ist. Und dann habe ich hier meine Geräte. Und ich habe hier die Windows-Geräte. Da gibt es die Windows-Registrierung. Jetzt läuft das technisch so ab, dass man Geräte erstmal hinzufügt, indem man die hier importiert. Dazu braucht man die Geräte-IDs der Geräte. Die bekommt man vom Hardware-Lieferanten. Das heißt, da werden dann die Geräte-IDs für neue Geräte eingebaut. Von Bestandsgeräten kann ich die über die PowerShell abfragen und kann die Device-IDs einsammeln. Beziehungsweise, wenn die registriert sind, kann ich natürlich die Geräte-IDs von den registrierten Geräten nutzen. So, jetzt zu den Profilen. Ich könnte hier ein Bereitstellungsprofil erstellen und sagen, das ist hier für Windows-PC ein AP-Profil 01, ein Autopilot-Profil 01. Das soll vielleicht alle Zielgeräte in Autopilot-Geräte konvertieren, würde bedeuten, dass Geräte, die hier im Azure Active Directory sind, die von dieser Richtlinie betroffen sind, umgewandelt werden.
Da gehe ich mal auf Weiter, so Bereitstellungsmodus, benutzergesteuert. Sollte ins Azure Active Directory eintreten? Ja. Die Microsoft-Lizenzbedingungen will ich ausblenden, die Datenschutzeinstellungen will ich ausblenden, Optionen zur Kontoänderung will ich ausblenden, Art des Benutzerkontos, das ist das, was die Frage gerade im Chat war, das ist hier schon auf Standard gestellt. Also wenn ich Autopilot aktiviere, ist der Standard, dass es Standard ist. Wir haben gesehen, wenn ich kein Autopilot habe, ist der das Administrator. Das heißt, hier kann ich umschalten, was ich möchte. Ja, wenn jetzt die Frage war, ist denn der User lokal Admin? Ich möchte es so haben, dann stelle ich das ein. Wenn ich es nicht haben möchte, stelle ich das ein. Vorab bereitgestellte Bereitstellung zulassen. Das wäre, wenn wir da noch Anpassungen vornehmen. Sprache könnte ich hier sagen, hätte ich gerne German. So wie eine deutsche Oberfläche. Moment, er tippt nicht. Also nehme ich hier Deutsch Deutschland. Tastatur automatisch konfigurieren. Ja, Vorlage für Gerätenamen. Dann könnte ich hier sagen, ich habe ein WinCL%Random:2%. Und dann hätte ich einen Computernamen nach meinem Schema. Ihr müsst hier vielleicht eine 3 machen, weil die zweistelligen, die habe ich manuell schon vergeben. Dann gehe ich auf Weiter. Dann sage ich, welche Geräte sollen denn davon betroffen sein? Also entweder alle Geräte oder ich gruppiere die ein bisschen. Also ich könnte ja auch eine Gruppe von Geräten definieren. Dann gehe ich auf Weiter, habe eine Zusammenfassung und über Erstellen hätte ich dann dieses Autopilot-Profil zugewiesen. Wichtig, das greift aber nur für die Geräte, wo eine Device-ID auch entsprechend dann bekannt ist. Entweder von Geräten, die schon registriert sind, oder von Geräten, die neu sind, wo wir die Autopilot-ID hinzufügen. Also da gibt es wirklich tolle Funktionalitäten. Ich bin selber ein großer Fan von Microsoft 365 und mit dem Business Premium muss das auch gar kein teurer Einstieg in diese Welt sein. So, jetzt wollen wir uns noch anschauen, wie wir die Office-Anwendungen denn jetzt bekommen. Wir haben hier den Benutzer Thomas. Und der Benutzer Thomas, der hat sich mit seinem Cloud-Login eingeloggt. An seinem Endgerät kann der jetzt einfach mal hergehen und kann sagen, naja, ich nehme mal den Browser. Das ist ja immer so ein bisschen unschön, dass im Standard, der da so viele Sachen von mir wissen will, das könnte man aber auch wieder über Intune konfigurieren, dass der Browser nicht diesen Standard-Konfigurationsassistenten hat. Und über portal.office.com komme ich auf mein Office-Portal bzw. auf Microsoft365.com. Und da haben wir gesehen, der musste sich gar nicht authentifizieren. Wir haben Single Sign-On, das ist ja der Thomas, das ist ja der Azure-Nutzer. Da brauche ich nicht irgendwie nochmal eine Anmeldung an dieser Website, sondern Single Sign-On zum Cloud-Service hin. Das ist perfekt. Jetzt habe ich natürlich hier sofort schon Zugriff auf die Apps im Browser. Ich könnte sowas wie Word, Excel, PowerPoint direkt im Browser nutzen, ohne lokale Installation. Ich könnte aber auch hier oben sagen, Moment, ich möchte die Microsoft 365 Premium Apps installieren. Und zwar, das ist von der Begrifflichkeit her nicht ganz so glücklich gewählt, sind nämlich nicht die Apps, sondern die Desktop-Anwendungen. Und das ist schon gut, das sauber zu trennen. App ist das, was ich auf dem Smartphone habe oder was ich im Browser habe. Das ist funktionell, ja, eingeschränkt wäre der falsche Ausdruck, aber hat nicht alle Funktionen, die wir in der Desktop-Applikation haben. Hier geht es um die Installation der Desktop-Applikation, also das Full-Featured Product. Es gibt da unten dran weitere Installationsoptionen. Und über diese weiteren Installationsoptionen könnte ich sagen, ich möchte hier zum Beispiel eine bestimmte Office-Edition auswählen, 32 oder 64 Bit, eine andere Sprache und ähnliches. Kann ich mir also hier einfach auswählen, kann sagen, ich hätte gern Office, dann wird es hier entsprechend runtergeladen und installiert. So, wenn ihr jetzt sagt, ja Moment, der Thomas ist aber ja der Benutzer, der soll doch jetzt nicht hierher gehen und sein Office selber installieren, dann muss man sagen, in so einer Kleinstumgebung, wir sind zwei User, ist es vielleicht gar nicht so abwegig, dass ihr sagt, ich mache das einfach für den User. Aber natürlich viel, viel cooler ist es, das über Intune wiederum zu machen. Und wenn ich jetzt hier mal reingehe, dann haben wir, ich bin wieder im Intune Admin Center, also das, was Teil von Microsoft 365 Business Premium ist, aber wir hätten es zum Beispiel auch in Microsoft 365 E3 oder E5 enthalten, nicht im Microsoft 365 Business Standard. Hier könnte ich jetzt auf die Apps gehen
und könnte ihr sagen, ich möchte irgendetwas bereitstellen. Also ich habe hier zum Beispiel eine App-Konfigurationsrichtlinie oder ich habe eine entsprechende Bereitstellungsrichtlinie für bestimmte Apps und so weiter. Also wir können hier mal reingehen und könnten sagen, ich möchte eine Konfigurationsrichtlinie für verwaltete Apps haben. Ich möchte, und wichtig ist, das geht jetzt nicht nur für Microsoft-Anwendungen, aber die Microsoft-Anwendungen, die kann ich hier natürlich ohne weitere Schritte hinzufügen. Ich könnte jetzt hier sagen, Office Apps, ja, sag hier Plattform ist, Entschuldigung, jetzt bin ich falsch abgebogen. Ich war hier irgendwo, müssen wir noch mal ganz kurz zurück. Ich war hier irgendwo bei den Android-Geräten gelandet. So, wir haben hier die Plattform, da haben wir unser Windows und ich wollte tatsächlich bei den Anwendungen in die Bereitstellung hinein. Jetzt muss ich mich ganz kurz mal orientieren an der Stelle. Eigentlich sind wir schon bei den Apps. Und da war ich jetzt aber irgendwie auf iOS oder Android. Also ich brauche die Apps für Windows. Also das war das, wo ich falsch abgebogen war. Apps und dort die Apps für Windows. Und jetzt kann ich hier sagen, ich möchte Apps hinzufügen. Und zwar möchte ich Apps hinzufügen von irgendwoher. Ja, aus einem anderen Store oder wir können hier natürlich hergehen und sagen, ich möchte die Microsoft 365 Apps hinzufügen. Das schaffen wir in den verbleibenden 3 Minuten noch. Ich sage hier, ich möchte die für Windows 10 und höher. Ich würde es gerne auswählen. Ich würde gerne die Office-Apps installieren. Ich würde gerne diese Apps ein bisschen konfigurieren. Ja, ich hätte nämlich gerne von den Apps vielleicht nicht den Publisher, vielleicht verwenden wir den nicht, nur als Beispiel. Ich hätte gern 64-Bit. Ich hätte gerne das ja, Office OpenXML-Format. Ich hätte gerne den aktuellen Kanal für Updates. Andere Versionen sollen entfernt werden. Die neueste Version soll installiert werden. Ich möchte die Software-Lizenzbedingungen im Namen des Benutzers aktivieren. Ich würde gerne eine Sprache auswählen, und zwar die Sprache Deutsch. So, und jetzt hatten wir vorhin schon gehört, wir können Gruppen bilden. Das wäre immer meine Empfehlung. Ich könnte hier aber natürlich auch sagen, ich will alle Geräte hinzufügen. Ja, dann bekommen alle Geräte jetzt ein Office bereitgestellt. Das heißt, da ist Intune wirklich Gold wert, weil ich solche Dinge, die ich sonst manuell konfiguriere, hier voll automatisieren könnte. Und wir sehen bei den Geräten, das vielleicht zum Abschluss noch, bei den Windows-Geräten ist jetzt auch der WinCL42 vollständig vorhanden. Das heißt, wir sehen, der ist konform, der hat eine Betriebssystemversion und der ist jetzt auch vollständig von Intune verwaltet, lässt sich also mit solchen Richtlinien ausstatten und ähnliches. Gut, soweit im Schnelldurchlauf. Ihr seht schon, da kann man natürlich noch viel, viel mehr machen an der Stelle. Wenn euch das gefallen hat, dann hoffe ich, dass wir uns auf jeden Fall bei dem nächsten Webcast, wo es um Azure Backup und Azure Site Recovery geht, wiedersehen. Das ist aus dieser Azure-Säulen-Thema am 12. Juni unbedingt mit dabei sein. Um Backup und Recovery geht es jetzt auch gleich, aber in einem Bereich, wo ich euch aus Microsoft 365, wie schon angekündigt, nicht direkt was präsentieren könnte. Deswegen übergebe ich dort jetzt gerne an den Stefan von AvePoint und sage euch schon mal vielen Dank von meiner Seite und schalte einfach mal auf die Slides vom Stefan um. Das ist nett. Du kannst auch gleich schon auf die nächste Slide weitermachen. Mein Name ist Stefan Bartram. Ich bin Partnermanager bei AvePoint. Und ja, betrachte das als kurzen Impulsvortrag in den nächsten knapp 10 Minuten zum Thema Backup. Der Titel spricht für sich. Nicht nur wir sind der Meinung, dass ein Backup in der Cloud absolut notwendig ist. Hier ist auch eine Zusammenfassung von Forrester, die einfach aufzeigen soll, okay, Microsoft geht bis zu einer gewissen Grenze. Microsoft kümmert sich einfach darum, dass die Services, die angeboten werden in M365, perfekt funktionieren. Und keine Frage, das macht Microsoft auch. Aber Microsoft ist einfach kein Backup-Anbieter. Und das ist jetzt nichts Negatives. Es ist einfach so, dass jeder Anbieter natürlich seine Grenzen hat. Und da zieht Microsoft die Grenze. Und alles das, was hier jetzt eher auf der Kundenseite ist, also ja, wenn einer mal versehentlich was löscht oder sagen wir, der Admin hat einen schlechten Tag oder
Vielleicht wird man auch, und ich drücke jedem die Daumen, dass das nie passiert, aber vielleicht wird man auch mal angegriffen von einer Ransomware-Attacke. Das sind Fälle, wo es einfach sehr viel Sinn macht, ein Backup zu haben, wo man dadurch granular Dinge wiederherstellen kann. Und wenn du jetzt weiterklickst, möchte ich natürlich kurz erzählen, ich hoffe, das ist keine Animation, klick mal bitte schnell durch, dass man die Pyramide komplett sieht. Dankeschön. Und jetzt wieder zurück. Machen wir das folgendermaßen. Grundsätzlich machen wir es erst einmal so, dass wir ein Full Backup machen von Ihrer Umgebung. Dann machen wir bis zu 4 Backups am Tag und können damit, da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein, M365 und noch einige andere Dinge vollumfänglich sichern. Und dann finde ich immer, ein Backup ist eigentlich nur so gut wie der Restore. Wie gut finde ich die Sachen wieder und wie granular kann ich das denn wiederherstellen? Kann ich das vielleicht auch an einem anderen Ort wiederherstellen oder so, sogar exportieren? Da bieten wir nicht nur dem Administrator verschiedenste Möglichkeiten an in der Suche. Er kann zum Beispiel auch nach einer gewissen Uhrzeit, nach einem Datum suchen, wann das letzte Backup gelaufen ist. Nach natürlich dem Mitarbeiter, Mitarbeiterin, nach und das granular im Teams, im Chat und so weiter. So können wir sehr genau das wiederherstellen, was wirklich verloren gegangen ist. Sondern ich kann das Ganze auch exportieren, habe also damit auch nochmal eine Sicherheitsmöglichkeit, meine Daten vielleicht nochmal woanders abzulegen als in der Cloud. Und das Ganze macht natürlich auch Sinn, dass es gut gesichert ist, dass wir eine Übersicht haben, was passiert denn da eigentlich. Und natürlich gehört das auch mit zum Paket, um das mit abzurunden, das Ganze. Und dann auf der nächsten Folie würde ich euch zeigen, was alles bei unserem Backup mit dabei ist. Und da seht ihr einmal M365. Tatsächlich sichern wir mehr, als jetzt hier links aufgezeigt ist. Das kommt gleich auf der nächsten Folie. Aber wir M365 können wir sichern. Da gehört natürlich auch Dynamics dazu. Die Power-Plattform ist für uns gerade ein sehr wichtiges Thema. Denn das Schöne ist, wenn der Citizen-User viel machen kann, dann passieren leider halt auch noch Fehler. So ist es nun mal. Und dann ist es toll, wenn man ein Backup hat, kann man schnell wiederherstellen, wenn vielleicht was geändert wurde. Das sind alles Leute, die haben keine Ausbildung in Softwareentwicklung. Aber haben gute Ideen, das sollen sie gerne machen. Am besten mit einem Backup gesichert, sodass man einfach auch da einen Fallschirm hat. Die Power-Plattform umfasst noch mehr als diese zwei Punkte, die ihr da seht. Das liegt einfach daran, dass wir im ersten Release diese zwei Teile mit abdecken. Der Rest kommt spätestens im Laufe des Jahres. Also, wenn da Sachen von Interesse sind, die jetzt hier noch nicht draufstehen, dann wird das sicherlich in Kürze auch bei uns mit im Angebot sein. Azure ist auch ein wichtiges Thema, Azure AD vor allen Dingen, dass man weiß, wer einfach bei ihm arbeitet. Das sollte nicht verloren gehen. Und zusätzlich sichern wir auch gerne noch, wenn bei Bedarf, Salesforce oder Google Workspace ab. Wie wir das machen, gerne Manfred noch mal einen weiter, bitte. Ist einfach, ja, wir arbeiten sehr eng mit Microsoft zusammen. Und warum dann nicht auch die Microsoft Cloud nutzen? So machen wir das. Wir nutzen Microsoft als Infrastruktur und mit den Backup-Zyklen, das hatte ich schon gesagt. Im Angebot ist bei uns also ist ein Software-as-a-Service-Angebot. Da ist ein komplett unbegrenzter Backup-Speicher mit dabei und auch wenn der Bedarf besteht, eine unbegrenzte Retention-Dauer, was einfach noch zusätzliche Sicherheit bedeutet. Wenn einer von Ihnen Lust hat, das Ganze woanders zu sichern, dann bieten wir natürlich auch die Möglichkeit, also andere Cloud-Anbieter, im eigenen Blob Storage oder halt auch vielleicht on-premise kann man natürlich auch gegebenenfalls sichern. So, dann lass uns noch mal einen weiterschauen. Ich merke schon, ich kann langsam mal reden, aber ich hatte den Restore angesprochen und das wollte ich gerne, dass der Administrator das wiederherstellen kann. Das kann man sich wahrscheinlich denken, aber das ist eine schöne Add-on, den wir mitbieten, sodass, wenn man vielleicht im Homeoffice sitzt und gerade verzweifelt nach einem E-Mail, nach einem Dokument oder irgendwas sucht, einfach der Mitarbeiter, Mitarbeiterin auch eine Möglichkeit hat, sich gleich zu helfen, ohne dass man jemand telefonisch oder per Call erreichen muss. Und das ist unser Virtual Assistant. Wenn man sich hier an diesen Chatbot in Teams wendet, wird man gefragt, was man denn machen möchte. Muss ein paar Eckdaten, je mehr, desto besser eingeben. Und die Lösung sucht dann einfach erstmal auf dem Rechner, dann im Papierkorb. Meistens haben sich die Probleme dann schon gelöst. Und dann im Backup von AgePoint. Und der User kann seine Daten
dann wieder genau daher, wieder zurück sichern, wo sie verloren worden sind, wo man sie vorher gesehen hat, und somit dann innerhalb von wenigen Minuten gleich weiterarbeiten. Und last but not least habe ich noch eine Folie, die betrifft das Thema Ransomware Detection. Ich glaube, du kannst auch gleich nochmal klicken, weil wir, und das sehen Sie sicherlich auch, da ist einiges los. Leider werden sehr, sehr viele Unternehmen angegriffen. Und wir tracken im Backup, ob sehr, sehr viel kopiert wird, weil das einfach ein Anzeichen sein kann. Denn ich muss die Dateien kopieren, um sie verschlüsseln zu können. Es kann halt ein Anzeichen dafür sein, dass dort vielleicht eine Ransomware-Attacke besteht. Oder auch, wenn sich diese Randomness der Dateien verändert, dann melden wir das dem Administrator. Und als Administrator haben Sie dann die Möglichkeit zu schauen, okay, naja, wir haben gerade Migration gemacht, das ist alles gut, wir können uns hier wieder dem Alltag widmen. Oder halt erkennen, dass das vielleicht tatsächlich ein Angriff ist. Dann allerdings haben Sie hier ein schönes Backup, mit dem Sie zurückgreifen können auf den Restore, der davor war, verhindern können, dass es zu Schlimmerem kommt und einfach dafür sorgen können, dass das Unternehmen schnell und sicher weiterarbeiten kann. Gut, ich glaube, das war schon von meiner Seite, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich bleibe mir auch noch, mich zu bedanken, dass Sie das Thema Backup mitgenommen haben. Und danke für die Möglichkeit, hier kurz unsere Lösung vorzustellen. Wenn es Fragen gibt, wenden Sie sich gerne bitte an Arrow. Und dann kommen wir sicherlich da auch weiter mit einer Lösung und kommen zusammen. Ja, sehr gut. Und vielleicht von meiner Seite noch mal ganz kurz zur Erklärung zum Thema Backup, also und auch Ransomware und so weiter. Also die Microsoft 365-Plattform ist natürlich an sich ja stabil und sicher, aber wir arbeiten da ja dran. Also wenn mein Account kompromittiert wird als Administrator, dann kann die Plattform noch so sicher sein, dann hat halt jemand Zugriff und dann ist es gut, wenn ich so ein Backup habe, weil wenn ich keins habe, bin ich verloren. Und genauso bei Userfehlern. Ich kann als Admin ja auch einen Fehler machen. Also ich lösche die falschen Dateien und Ähnliches. Und von daher ist es immer gut, dort eine Lösung parat zu haben. Und jetzt wisst ihr, wie es geht. Ihr habt den Stefan als Ansprechpartner. Ihr habt von Arrow die Informationen. Und der Thomas hat gerade noch einen Link ins Chat gepostet. Ja, gibt es da von dir noch Infos dazu, Thomas? Das ist die 30 Tage kostenlose Testlizenz von AvePoint. Da kann jeder einfach mal ausprobieren, wie gut es funktioniert. Ist natürlich eine limitierte Anzahl an Fällen, die man da durchführen kann, aber man sieht einfach, wie ist die Oberfläche, wie funktioniert es, fühlt sich das gut an oder nicht. Also gerne ausprobieren. Vielen Dank, Stefan. Ich denke, es hat perfekt gepasst. Euch sage ich vielen Dank für die Teilnahme von meiner und Stefans Seite war das soweit. Wenn ihr Fragen habt, bemüht gerne noch den Chat. Dann sind sicher 1-2 Minuten noch da. Und dann wäre jetzt die Frage, Thomas, gibt es von deiner Seite was zum Abschluss? Ah, der Thomas ist noch gemutet. Dann machen wir einfach das offiziell. Jetzt ist er entmutet. Perfekt. Nee, von meiner Seite gibt es auch nichts mehr. Vielen lieben Dank an euch beide. Genau. Und hat viel mehr Spaß gemacht. Ja, prima, mir auch. Vielen Danke. Dank zurück. Tschüss. Tschüss.